Hallo, ich will euch erstmal begrüßen. Habt ja schon lange nichts mehr von mir hören lassen. Ja, das hat folgenden Grund. Bin viel gefahren in letzter Zeit, aber ich habe ein paar Probleme gehabt mit meinem Diktiergerät hier. Ja, genau, da das hier. Und zwar bin ich so viel gefahren letzte Zeit, dass meine Videos immer sehr lange wurden. Und ja, dann wurden die so lange und dass am Ende beim Schneiden immer mein Ton asynchron wurde. Und das ging dann auch nicht mehr verbessern. Und ich habe jetzt rausgefunden, an was das lag. Und zwar hat das mit diesem Diktiergerät hier zu tun. Na, wird mal scharf. Ich euch das mal zeigen. Genau, naja, sieht man jetzt nicht hier. Hier kann man den Mode einstellen, in was für eine Qualität das Ding aufnehmen soll. Aber man kann nicht die Abtastrate einstellen. Und das ist meistens 16.000 Hertz. Ja, können wir gleich mal ausrechnen hier am Rechner. Machen wir das mal. Jedenfalls wurde es dann asynchron, genau. Eigentlich könnte ich das ja auch im Kopf rechnen. Müsste eigentlich ein Vielfaches sein. Ja, es ist ein Vielfaches. Deswegen, naja, jedenfalls ist 16 ein Vielfaches, 48 ein Vielfaches von 16. Ich weiß jetzt nicht genau, wieso das dann nicht ging, aber jedenfalls muss die Aufnahme vom Ton auch wie das Video haben. Ach, keine Ahnung, schieß mich tot. Jedenfalls ging das jetzt nicht. Und ich habe so viel rumhantiert und das ging nicht. Und jetzt habe ich mich dazu entschieden, also, dass ich dann mit meiner Kamera hier ein bisschen filme, auch den Ton aufnehmen. Und ja, ich habe mal in die Kiste hier geguckt. Hier ist ja so ein Package drin. Genau. Naja, ich will es jetzt nicht aufmachen. Jedenfalls habe ich mir noch einen Akku bestellt. Und ja, da war dann so ein Adapterkabel hier dabei. Was heißt Adapterkabel? Ich habe erst gedacht, das wäre so ein 2,5 auf 3,5 Klinke Ding. Ist es aber nicht. Es ist einfach nur eine Verlängerung. Weil hier hinten dieses Ding, das ist so dünn. Da kann man keinen normalen Klinkenstecker reinstecken. Das funktioniert nicht so gut. Dann braucht man dieses Adapterkabel. Das liegt aber bei der Kamera bei. Ja, das habe ich jetzt gefunden. Jetzt kann ich es auch so verwenden. Jetzt habe ich das hier so festgemacht, damit es dann nicht da rumfliegt, wenn ich die Kamera an hell mache. Und mal gucken, wie es ist. Jetzt sind meine lang gemachten Videos voll für den Sack und deswegen habe ich auch schon lange nichts mehr online gestellt. Genau. Ja. Mal kurz Pause. Gut. Ja. Oh, sorry, ich hatte gerade hier mein Mitbewohner wollte was. Deswegen muss ich mal kurz Pause machen. Ja, das waren so die Dinge, die ich eigentlich sagen wollte. Wollte eigentlich nochmal mich melden, warum jetzt schon so lange kein Video mehr gemacht habe. Das waren halt die Gründe. Das Quellenmaterial ist da, aber es lässt sich nicht gescheit zusammenschneiden. Ja, scheiße, es macht so keinen Spaß. Jetzt haben wir allerdings schon den 16. Und nächste Woche, samstags, fahren wir schon weg. Am Montag werde ich meine Reifen wechseln lassen. Ich lasse mir jetzt, wie wird das ausgesprochen? Metzeler Roadtec Z8 Interact drauf machen. Genau. Die sollen anscheinend so eine Zwei-Komponenten-Mischung haben. In der Mitte hart und außen weicher Gummi. Und in der Mitte dann irgendwie weichere Karkasse, also und außen ein bisschen verstärkt, so dass das dann wieder ausgeglichen ist. Ja, ich hoffe mir da, dass das Profil dann in der Mitte nicht so schnell runtergefahren wird. Wenn wir jetzt so viel Autobahn oder also wenn wir zum Teil Autobahn oft öfters mal geradeaus fahren. Ja gut, das weiß ich jetzt nicht, wann ich das nächste Video mache. Mal gucken, vielleicht kriege ich noch ein paar Schnipsel zusammengeschnitten. Aber sowas wollte ich eigentlich nicht immer so Gesprächsfetzen auseinanderreißen mit so harten Schnitten drin. Das sieht aus einer Kameraperspektive einfach scheiße aus. Damit wollte ich jetzt gar nicht anfangen. Ja. Genau, aber das sieht halt echt schon zum Kotzen aus. Deswegen hatte ich eigentlich die Lösung mit dem
externen Audioaufnahmegerät, also mit dem Diktiergerät, und Video als extra Quelle wollte ich eigentlich bevorzugen, aber es geht anscheinend nicht. Für kleine Aufnahmen, 10 Minuten geht's, aber wenn man mal ein längeres Stück aufnimmt und dann später ein paar Sachen zusammenschneiden will, hat man halt nur Probleme. Genau. Ich hatte halt gedacht, dieses Kabel ist ein Adapterkabel von groß auf klein oder von klein auf groß, wie auch immer. Das hatte ich irgendwo mal in so einem Video-Review im Internet gesehen. Aber es ist nicht so. Man sollte halt nicht alles glauben, ne? Was die Leute sich so ausdenken. Gut, jetzt war das genau das, was ich gesucht habe, und jetzt so passt es auch. Genau, kann man das hier reinstecken? Ja, cool. Das ist eigentlich die Fernbedienung, kommt da eigentlich rein. Geht das jetzt noch zu? Hä? Naja, egal. Gut. Ja, also ich wollte mich nochmal wieder gemeldet haben. Ich habe ja keinen Blog oder sowas, wo man immer wieder was schreibt, und extra eine Facebook-Seite will ich jetzt deswegen nicht mehr machen, das ist ja Quatsch. Genau, gut, dann sehen wir uns dann mal wieder, würde ich sagen. Genau, bleibt mir treu, das wäre cool. Nur weil ich jetzt kein Video mache. Nein, ich mache ja ein Video. Ah ja, gut, bevor ich noch Scheiße labere, dann bis demnächst. Vielleicht filme ich ja die Fahrt zum Händler. Mal gucken. Aber das muss ich vor der Arbeit machen. Da habe ich keinen Bock auf Kamera noch. Das muss ich dann alles auf die Arbeit schleppen und so. Genau. Dann winke ich mal hier. Tschüss. Okay, wie mache ich das aus? Ach so. Tschüss.